So, herzlich willkommen zu unserem Vortrag über Extensions entwickeln. Diesmal werde ich euch keinen Code vorstellen. Es geht jetzt mehr darum, über eine Einstellung zur Entwicklung. Ich stelle mich erstmal vor, ich bin die Christiane und war schon vor langer Zeit als Diplom-Informatiker bei einem Konzern beschäftigt. Das heißt, ich habe 30 Jahre Erfahrung in der Softwareentwicklung. Allerdings war ich nie aktiv, sondern als Projektleiter damit befasst, Programmierer anzufeuern und zu kontrollieren. Inzwischen habe ich mich auf meine alten Tage mit der Programmierung in Joomla beschäftigt und habe als solcher schon alle Fehler vor euch gemacht. Aus dieser Erfahrung heraus möchte ich euch ein paar grundlegende Dinge und eine Philosophie nahebringen, wie ihr mit Joomla Extensions entwickelt. Die Entwicklung ist notwendig. Joomla ist ein Kern, ein Content Management System. Auf diesem Kern müssen Extensions drauf gesetzt werden, um ein Gesamtsystem zu entwickeln und um das individuell zu machen. Ich setze mal voraus, dass ihr grundlegende Kenntnisse habt über PHP, auch über objektorientierte Programmierung. Ihr solltet Grundkenntnisse haben, wenn es um eine Datenbank geht, und vor allem braucht ihr Lernbereitschaft. Also lernen, ich habe das gesehen seit 30 Jahren, ich muss immer wieder neu lernen, denn mein Studium hatte zwischen Altertumswert. So, ihr braucht wahrscheinlich auch Geduld, ihr braucht die Community. Diese Community bei Joomla ist ein fester Verband, ist eine positive Gruppe und findet für jede Lösung ein Problem. Ferner solltet ihr euch vernetzen. Ihr könnt euch auf Clip zum Beispiel oder auf Foren oder auch auf Facebook beteiligen. So, jeder von euch startet jetzt, wenn er Extensions entwickeln will, an irgendeinem Punkt und ich weiß nicht wo. Der eine hat vielleicht ganz was anderes studiert, Elektrotechnik zum Beispiel. Einer hat früher mal C++ gemacht. Irgendwas. Ihr startet euren Weg mit dem ersten Schritt aus der Tür, wie man so sagt, und wisst dann, dass alle Wege nach Rom führen. Ich will euch jetzt meinen Weg erzählen. Ich sage nicht, dass das jetzt der beste oder der schnellste oder der schönste ist, aber es war eben mein Weg. Und das Ziel unserer Ruhe ist eine Extension, die vor allem sicher ist. Sie sollte auch lesbar und pflegbar sein. Sie sollte Standards folgen und sie sollte auch schön sein. Das ist so eine besondere Leidenschaft von mir. So, auf eurem Weg zu einer Extension werdet ihr mit einer Unzahl von Begriffen überschüttet. Ich bin anfangs da gestanden und wurde zwar von der Community mit, ja, mach doch einfach oder nimm doch einfach irgendwas beglückt, wusste am Anfang eigentlich gar nicht, was jetzt wirklich wichtig ist und was ich ignorieren kann, wo ich mich einarbeiten muss. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ihr einen HTML-Editor im Einsatz habt, dass ihr auch Joomla lokal installiert habt unter einem lokalen Webserver, dass ihr MySQL und PHP Grundkenntnisse habt. So, und jetzt mein erster Tipp ist, ihr habt also Joomla installiert. Wenn ihr anfangt, eine Extension zu entwickeln, macht euch mit dem Code von Joomla vertraut. Ihr sollt wissen, das geht also wie bei einem Körper, wie bei einem Anatomiestudium. Ihr schaut erstmal die Grobstruktur an, Kopf, Arme, Beine, alles dran. Okay. Und dann geht ihr eine Ebene tiefer. Schaut vor allem die Libraries an.
Dort findet ihr die ganzen Klassen von Joomla. Schaut euch den Code ganz genau an. Und wenn ihr das dann schon mal angefangen habt, wir arbeiten ja jetzt noch auf der Joomla-Version 3.9, dann werdet ihr feststellen, dass es langsam aber sicher in Richtung Namespaces geht. Macht euch mit dem Begriff Namespaces vertraut. Ihr braucht jetzt keine intensive Kenntnisse haben. Aber wer schon mal angefangen hat, mit Extensions irgendwas zu machen, wird festgestellt haben, dass Joomla langsam aber sicher davon abgeht, Klassen zu importieren und stattdessen das Namespace-Konzept von PHP verwendet. Dazu gibt es eine praktische Klasse, die jeder kennen sollte, der Extensions programmiert. Das ist die ClassMap in den Libraries. Dort könnt ihr euch ein bisschen einen Überblick verschaffen, wie sich das jetzt von den ursprünglichen Joomla-Klassen, die mit einem großen G beginnen, hinbewegt zu den Namespaces. Das ist so immer, das ist ein bisschen mein Spickzettel, wenn ich eine Klasse suche. So, wer größere Extensions entwickelt, wird nicht drum herum kommen, sich irgendwann eine integrierte Entwicklungsumgebung zu installieren. Die HTML-Editoren sind inzwischen eigentlich schon sehr ausgereift. Man kann, wenn man Erfahrung hat, damit schon kleinere Plugins problemlos programmieren. Aber wenn man was Großes machen will, oder wenn man sich nicht gut auskennt, dann ist eine integrierte Entwicklungsumgebung eine Basis, die einem ganz viel hilft, wenn man sie bedienen kann. Und das ist ein Rat, den ich jedem mitgebe. Wenn ihr euch etwas installiert, und das ist jetzt egal, ob das PHP Storm ist oder NetBeans oder Eclipse oder was auch immer, nehmt euch die Zeit und lernt dieses Tool kennen. Sonst geht es euch wie mir mit dem Photoshop. Ich kann Bilder verkleinern und vergrößern, ich kann einen Ausschnitt machen, ich kann auch mal einen Pixel korrigieren, aber von dem ganzen Tool kenne ich vielleicht 5%. Der Rest ist, ja gut, ich bin ja kein Grafiker, also insofern ist das egal, aber bei einer Entwicklungsumgebung, da sollte man sich schon die Mühe machen und einmal die Zeit aufwenden, um sich richtig mit den Funktionen vertraut zu machen. So, Entwicklungsumgebung ist da. Ihr wollt anfangen. Und was macht ihr jetzt? Na, jetzt braucht ihr erstmal eine Dokumentation. So. Und jetzt schaut schon, vorher hatte Elisa bei ihrem Vortrag gesagt, du willst wissen, was Date ist, welche Funktion Date Monat ist. Schaust in Google. Also das finde ich nicht gut. Schaut in PHP, ins PHP-Manual. Schaut in MySQL-Manual. Die meisten Sachen gibt es auch Deutsch. Schaut direkt auf Joomla. Schaut in die Joomla-Docs. Wenn ihr einen Fehler findet, korrigiert ihn gleich. Das ist Community. Ihr könnt natürlich deutsche Tutorials suchen, aber schaut aufs Datum. Das Internet vergisst ja nichts. Und es kann euch passieren, dass ihr ein Tutorial von 1900, naja, nicht gerade, aber jedenfalls ein altes Tutorial findet, das noch PHP Version 4 verwendet hat. Also, macht euch vertraut mit dieser ganzen Umgebung und sammelt auf eurem Weg sozusagen die guten Punkte. Ja, das wäre erst so eine Vorbereitung und jetzt überlegt ihr euch auch, wie Joomla selbst aufgebaut ist. Es ist ja ein System, das nicht zufällig entstanden ist, da steckt ganz viel Wissen drin. Die Entwickler haben Joomla nach einem oder mehreren Pattern aufgebaut. Patterns sind
Baupläne, Entwurfsmuster. Es kommt, der Begriff ist ja auch in der Architektur üblich. Ihr könnt, Architekten haben Entwurfsmuster zum Beispiel für ein Hochhaus. Keiner setzt sich hin und fängt an der ersten, mit dem ersten Pfeiler an, ein Hochhaus zu planen. Es steckt ein Entwurfsmuster dahinter. Und bei Tuna ist das genauso. Es gibt nicht nur eins. Es gibt Observer Pattern, es gibt, was gibt es noch? Fällt mir jetzt gar nicht ein, man braucht ja auch nicht alle wissen. Aber man soll wissen, dass Tuna nicht was zufällig Entstandenes ist, weil man irgendwie irgendwas reinbauen kann. Und das wichtigste Entwurfsmuster ist das Model View Controller. Das sollte jeder verstanden haben. Es kennt Levels, es kennt die Darstellungsschicht von der Verarbeitungsschicht und um alles rum den Controller. Das muss man verstanden haben, um eine Komponente in Joomla zu integrieren, eine eigene. Wenn ihr eine Extension nur für euch selber schreibt, ihr könnt da auch zum Beispiel einfach mal schnell ein Skript brauchen, um eine Migration zu machen. Oder um zum Beispiel, was ich oft mache, für Umleitungen, dass ich Umleitungen von einem Skript generieren lasse. Dann kann ich das machen, wie ich will. Mein Kollege hat das immer gesagt, dann kannst du dich verhalten wie Sauer am Trug. So dramatisch will ich es also nicht gerade darstellen, aber trotzdem. Dann ist es ja egal, ich benutze das einmal, schmeiße es wieder weg. Aber wer was Professionelles macht, sollte sich an die Entwurfsmuster halten. Ja, wir haben jetzt die Grundkenntnisse, wir haben überlegt, wo wir unsere Informationen finden. Wir haben eine Entwicklungsumgebung installiert. Wir haben ein Konzept für unsere Komponente oder das Plugin, das wir schreiben wollen und könnten jetzt mit der Entwicklung anfangen. Was macht ein Entwickler, wenn er eine neue Extension anlegen will? Er wird kopieren. Todsicher. Und das ist erlaubt. Es ist Open Source. Es ist GE/GPL, die Lizenz sagt, du darfst kopieren, du darfst verändern, du darfst verbessern. Also, dann an den Code. Aber, und da muss ich jetzt, wie ich sagte, ich habe jeden Fehler vor euch gemacht. Und ich muss euch sagen, dass es ein schwerer Fehler ist, was zu kopieren, was man nicht verstanden hat. Damit fällt ihr irgendwann einfach auf die Schnauze, denn ihr habt als ganz klassisches Beispiel beim Joomla die Backend-Tabellen. Jeder kopiert die. Klar, ich meine, das ist eine standardisierte Geschichte, jeder kopiert die. Jeder weiß, wenn ich auf den Table-Header klicke, dann sortiert sich das schön allein nach. Jeder weiß, wenn ich oben auf die Filter klicke, dann kann ich eine Sortierung wählen. Und wisst ihr, was ich mache, wenn ich was zu testen habe? Eine neue Komponente von einem anderen. Ich gehe erstmal auf die Filter. Und fast jedes Mal finde ich dann einen Fehler. Weil die Leute das einfach kopieren, aber nicht wirklich verstanden haben, was sie da kopieren. Klar, es ersetzt jeder seine Begriffe, läuft auch. So, jetzt macht ihr das, setzt das beim Kunden ein. Und der Kunde sagt, ja, Fehler, das sortiert er überhaupt nicht. Oder es sortiert nach diesem Begriff nicht. Naja gut, wenn man es verstanden hat, wenn man die Sache kennt, dann ist es eine Sache von 2 Minuten, den Fehler zu beheben. Aber wenn man nicht verstanden hat, was das macht, wo der Zusammenhang ist, wo ich im Model den Filter definieren muss, damit in der View dieser Filter richtig behandelt wird,
dann stehe ich dumm da und kann ganz schön lange suchen. Und so ist es auch, wenn man einen generierten Code verwendet. Es gibt so Komponentengeneratoren. Und warum? Das kann man durchaus einsetzen. Joomla ist so standardisiert, dass ein Generator anhand eines Tabellenaufbaus Komponenten zusammenbauen kann. Das ist völlig okay. Nur, du musst wirklich verstanden haben, was er da macht. Sonst sagt der Kunde, und jetzt möchte ich aber da noch dies und jenes erweitert haben. Und dann stehst du da und weißt nicht wo. Es, wie ich schon vorher gesagt habe, dasselbe wie mit den deutschen Tutorials. Ihr könnt irgendwo im Stack Overflow zum Beispiel Code-Schnipsel finden, die perfekt passen. Aber es kann sich um sehr alte Code-Schnipsel handeln. Und die funktionieren ja immer noch. Denn das ist PHP macht, außer wenn es um Sicherheit geht, ja auch keine Versionssprünge, die den alten Code einfach kaputt machen. Also meistens funktioniert das noch. Aber es ist trotzdem schlecht, wenn man in eine neue moderne Komponente dann irgend so ein altes Konstrukt aus PHP 4 einbaut, was dann bei der nächsten Versionsänderung vielleicht zu einer weißen Seite führt. Also wenn ich kopiere, ich kopiere genauso wie jeder andere, dann kopiere ich erst schon selber. Es ist sehr viel in den Komponenten, ist da fast alles drin. Und warum soll man das nicht benutzen? Das ist völlig erlaubt. So. Ja, die Frage ist, wie erkenne ich jetzt alten Code, wenn ich noch keine Erfahrung habe? Also, weil ich kann da keine Standardvorgehensweise geben. Das ist einfach auch Erfahrung. Und es ist die Bereitschaft, dann auch mal im PHP-Manual nachzuschauen. Wenn ich sowas finde und denke, passt perfekt, schaue aufs Datum 2012, ne? Dann vergleiche ich im PHP-Manual, ob das überhaupt noch so ist oder ob das deprecated ist oder demnächst sein wird. Entschuldigt, also ich muss an der Stelle sagen, ich kann keine Fragen verstehen, weil ich praktisch taub bin. Könnt ihr Fragen bis zum Schluss aufheben und mir dann stellen? Ja, genau, da gibt es eine Sache, die ihr nicht tun sollt, nämlich eine alte Komponente oder ein altes Plugin kopieren. Denn ich habe nicht gesagt, dass alter Code schlechter Code ist. Der kann sicher und bewährt sein und vollkommen stabil. Aber man soll es trotzdem nicht kopieren. Man muss verstanden haben, was man macht. Und wenn schon, dann sollte man das auch neu aufbauen. Es gibt alte Extensions, die noch aus der Version 1.5 stammen, die noch nicht mal das Model View Controller Pattern berücksichtigen. Sie laufen trotzdem. Und wenn ihr was kopiert, es ist zum Beispiel aus Gitu, aus Stack Overflow, ihr dürft es kopieren, aber ihr dürft nicht den Namen des Autors entfernen. Das ist einfach ein No-Go, ein Credit nicht einzufügen. Es ist ja nichts dabei. Schreibe ich hin, diese Komponente entstand aus der Vorlage von so und so. Vielen Dank. Also das ist einfach Fairness. Es ist nicht nur Fairness, ich glaube, das ist sogar legal. Da bin ich aber jetzt nicht so sicher. Ja, und da kommt mein Lieblingsthema. Ich habe vor langer Zeit, hat mal ein Kollege zu mir gesagt, Code ist Poesie. Ich weiß nicht, woher der Satz stammt, aber irgendwie hat mich das so nicht gerade mein Leben verändert, aber meine Einstellung zur Software verändert.
Ich habe ja beruflich so lange mit Software zu tun gehabt und es war halt mein Mittel zum Zweck. Aber irgendwie hat das jetzt eine emotionale Ebene hinzugefügt. Und deshalb schaue ich jetzt Code auch an. Schöner Code ist ja auch schön formatiert. Das ist ein Vergnügen, das zu lesen. So, aus den Fehlern, die ich selber gemacht habe, kann ich euch dann eben sagen, schreibt sofort schönen Code. Ich habe angefangen und hatte einen recht strengen Kollegen, der mit mir gearbeitet hat. Und habe angefangen, einfach so irgendwas hinzuschmieren. Und er sagte immer, ja, was schreibst du da? Ich habe gesagt, ja, mei, ich will halt erstmal, dass es funktioniert und dann mache ich schön. Und das ist ein Fehler, denn klar spare ich mir da erstmal vielleicht 5 Klicks zum Einrücken. Aber was passiert, wenn ich es hinterher schön mache? Vergesse ich vielleicht irgendwo ein Semikolon beim Umbrechen. Das passiert ohne weiteres oder ein Hochkomma. Testet das natürlich nicht mehr, weil ich habe es ja nur schön gemacht. Ja, den Rest könnt ihr euch ja dann denken, da geht nichts mehr. Also mit jedem Klick, den man anfangs einspart, kann man hinterher 10 Klicks mehr machen. Sollte man natürlich Kommentare schreiben. Wenn man für sich selber schreibt oder für einen Kunden einzeln, kann man seine oder dessen Sprache verwenden, wenn er das möchte. Wenn man etwas weitergeben will, muss es Englisch sein. Klar. Die Kommentare sollten relevant sein. Also ich finde, auch selbst wenn man Joomla selber durchschaut, findet man immer wieder Kommentare, die ein Copy-Paste-Fehler sind. Es werden immer weniger, der Tobias passt da auf wie ein Schießhund. Aber man findet immer wieder, dass da steht, delete, delete, to delete, something. Und in Wirklichkeit ist es, um etwas zu ändern. So, und das ist mir auch schon passiert. Ich schreibe einen Kommentar an einer Stelle. Increase this counter. Okay. Dann programmiere ich eben eine Weile, stelle am Ende fest, es war vollkommen falsch, ich muss den decrease. Mache ich auch, aber ich vergesse den Kommentar. Und dann steht also oben, ich setze hier den Zähler hoch und drunter steht Zähler minus minus. Ja. Also Kommentare schreiben, nur relevante, überflüssige braucht es nicht. Und zwar richtig schreiben, denn manchmal schreibe ich Kommentare, die mir in dem Moment, wo ich sie schreibe, vollkommen klar und logisch sind. Perfekt. Und nach einem halben Jahr habe ich keine Ahnung mehr, was das bedeuten sollte. Ihr sollt auch gescheite Variablen-Namen verwenden. Ja. Ich habe neulich von einem Kollegen eine Extension getestet. Und da stand V ist, if V ist gleich irgendwas, then or X ist irgendwas. Ja, dann sage ich ja, und was ist V und was ist X? Ja, V ist natürlich, wenn, Moment, steht irgendwo oben. Ja, super. Warum schreibe ich nicht gleich Old Value oder Old Titel und New Titel? So, ja, und dann gibt es in jeder, also für Joomla, Code Sniffer. Für PHP gibt es auch Code Sniffer. Denn schlechter Code hat ein Geruch, ja, stimmt. Und Code Sniffer spüren diesen Geruch nach, erkennen den und geben dann auch Anweisungen, was zu ändern ist. In Joomla gibt es ein ganz exaktes Regelwerk, dass man sich in die Entwicklungsumgebung einbindet und dann eben über den Code drüber laufen lässt, bevor man ihn freigibt. Und wenn ich das vergesse und mache zum Beispiel eine PR für Joomla,
man müsste denken, ich wüsste das jetzt auswendig. Aber jedes Mal habe ich irgendwo ein Leerzeichen drin, wo keins sein sollte. Oder ein, was gibt es noch? Ein, also Leerzeichen sind ganz was, ja, mehr mache ich eigentlich nicht. Aber Leerzeichen gibt es immer. So. Und du wirst deine Extensions natürlich auch korrekt testen. Die Installation und die Installation wird immer gerne vergessen zu testen, aber das merkst du dann schon, wenn du es rausgibst. So, das waren jetzt das, was ich Code und Poesie nenne und was ganz schlecht ist. Das ist, wenn Leute etwas programmieren, was schon im Framework drin ist. Um das zu erkennen, muss man, wie ich schon am Anfang gesagt habe, erstmal die Klassen kennenlernen. Du sollst nicht Schreibfaul sein, habe ich gerade gesagt, mit den Variablen. Und du sollst dich nicht wiederholen, in dem Moment, wo er ein Stück Code kopiert, das länger ist als zwei Zeilen. Habt ihr etwas wiederholt, was besser in eine Funktion ausgelagert wird. Das gilt im Allgemeinen. Don't repeat yourself ist eine Programmierregel, die man beherzigen soll, denn sonst ändert man an einer Stelle was und an dem kopierten Stück vergisst man es nämlich. Und in Joomla gilt auf jeden Fall, dass man nicht mit SQL-Datenbanksätze einfügen soll, außer man weiß genau, was man tut. Also User-Sätze zum Beispiel oder Kategoriesätze mit SQL einzufügen, das kommt in Teufelsküche, dann stimmen die Nested-Sets nicht mehr, dann stimmen die Asset-Tables nicht mehr. Ja. Also mit diesen Regeln hier haben wir jetzt die Basis, um schönen Code zu schreiben. Und jetzt geht's ans Debuggen. Das Debuggen ist eine Kunst. Ihr habt eine integrierte Entwicklungsumgebung und in dieser solltet ihr jetzt den X-Debug installiert haben. Ich muss dazu sagen, ich kenne den Code inzwischen fast auswendig und ich verwende X-Debug nur noch ganz selten. Ich habe mich inzwischen darauf verlegt, ganz vieles einfach mit Echo-Debuggen zu machen. Das ist für mich schneller, weil ich ganz genau die Stelle kenne und genau weiß, was ich an der Stelle zu testen habe. Wenn ich so eine komplizierte Geschichte habe, wo ich das nicht weiß, wenn ich jetzt zum Beispiel in der neuen Joomla-Version 4 an einigen Stellen etwas teste, dann muss ich teilweise Einzelschritt-Debugging machen, um genau zu wissen, was abläuft. Das muss man aber auch lernen. Und deshalb auch mal ein Hinweis von vorher, wenn ihr eine integrierte Entwicklungsumgebung habt, setzt X-Debug ein und schaut genau in dieser Entwicklungsumgebung, welche Möglichkeiten ihr da habt, wie ihr Einzelschritt-Debuggen könnt, wo ihr die Breakpoints setzt, wie ihr das automatisieren könnt. So, wenn ihr nicht gescheit debuggt habt, dann setzt ihr eine Komponente oder eine Extension irgendwo ein beim Kunden. Und dann kann es natürlich passieren, dass dieser Kunde Fehlermeldungen absetzt. Und es ist also nicht immer ganz leicht beim Kunden zu debuggen. Er müsste ja dann die Anwendung praktisch stilllegen und das will nicht jeder. So, Joomla hat jetzt ein Debug-Plugin. Wenn ihr das aktiviert, dann könnt ihr dort festlegen, dass das Debugging teilweise nur für den Super-User sichtbar ist. Könnt also auf die Art den Debug-Modus in der Konfiguration einschalten
und seht dann das Ergebnis nur selber. Das ist aber, das ist eigentlich für Notfälle reserviert. Denn das Debugging bremst natürlich auch das System ein bisschen. Aber nein, manchmal muss man halt. Ihr könnt die, das Error Reporting in der Konfiguration auf Entwickler stellen. Habt aber dann eventuell die Gefahr, dass alle User das sehen, irgendwelche Notices sehen, was sie eigentlich nicht sehen sollten. Dann gibt es noch einen Trick, den ich manchmal anwende, wenn es ganz schlimm wird. Und das ist, dass ich in den Code eine Abfrage einschleuse, mit der ich meine eigene IP abfrage. Ja. Dann setze ich das beim Kunden ein. Und nur für mich, wenn ich mich mit meiner eigenen IP anmelde, kann ich an der Stelle dann zum Beispiel Echo-Debugging machen. Also das muss man schon sehr vorsichtig machen. Aber ich finde, das ist ein guter Trick. So. Das Wichtigste an den ganzen Extensions, die ihr selber macht, ist, dass sie sicher sind. Im Prinzip könnt ihr euren Code machen, wie ihr wollt, solange es dem Gesamtsystem nicht schadet, auch wenn es keine gute Methode ist. Aber Sicherheit ist nicht verhandelbar. Alles andere, ja, Sicherheit nicht. Sicherheit meint in dem Sinn, in dem Fall, dass ihr irgendwelchen Hackern keine Chance geben dürft, JavaScript oder irgendwelchen Schadcode ins System einzubringen. Und dazu müsst ihr alles, jede Eingabe und jede Ausgabe filtern, escapen, quoten, casten. Filtern heißt, wenn ihr ein Eingabefeld macht, dann gibt es in Joomla verschiedene Filter. Ich habe sie jetzt nicht im Kopf. Content-Filter, ihr könnt sagen Filter gleich hoch oder Filter gleich Safe HTML. Und das benutzt ihr so streng, wie es irgendwie geht. Wenn irgendjemand dann was eingibt, dann wird das so gut wie möglich gefiltert. Aber immer müsst ihr dann denken, egal was der User eingibt, wenn ihr sie Ausgabe macht, dann müsst ihr escapen, wenn es geht. Ich kann einen Text, einen Blogbeitrag nicht escapen, da käme nicht das Gewünschte raus. Aber alle Titel, alle Namen, überall schreibt ihr davor, das Escape ist eine Methode für die Ausgaben. Wenn das nicht greift, dann könnt ihr immer noch diese Special Pass Ausgabe verwenden. Schaut ihr im PHP-Manual, dann wisst ihr, was das macht. Das Casting ist genau dasselbe wie beim Film. Ihr macht eine Typprüfung. Der Typ muss stimmen. Wenn ihr einen Integer braucht, dann wird nach Integer gecastet. Wenn ihr eine Oma braucht, dann wird nach einer Oma gecastet. wenn jetzt in diesem Fall, in diesem Faux, irgendein Schadcode drinstehen würde, und ich caste auf Integer. Und da kommt halt entweder 0 oder 1 raus und damit kann man nicht viel Schaden anrichten. So, bei Datenbankzugriffen. Ist das in Joomla ein Standard, die Methode QuoteName oder Quote zu verwenden? Und da habe ich ja vorher schon gesagt, es sollte nicht schreibfaul sein. Wenn ihr also einen Datenbank einen Tabellennamen hat, dann heißt es eben DB
Quote Name, Tabellenname. Und wenn er das einmal macht, dann ist es gemacht und er konnte das immer wieder kopieren. Das spart ja nicht viel, wenn ihr euch das am Anfang einspart. Ja, jetzt habe ich also eine sichere Anwendung. Und wir müssen aber auch darauf achten, dass die schnell ist. Das Messen und Protokollieren sollte man eigentlich während der Entwicklung machen. Aber ihr macht das bestimmt genauso wie ich, dass ihr mit 3 oder 5 Sätzen testet. Und nicht mit 30 oder 500.000. Und wenn es dann doch so weit kommt, dann kann es beim Anwender oft ganz schön langsam werden. So, da gibt es 2 Möglichkeiten. Also Schlagwort, er sollte keine Bananenprodukte freigeben, die erst beim Kunden reifen. Ihr könnt im Debug-Modus, wenn der Debug-Modus abgeschaltet ist, könnt ihr während der Entwicklung das Explain von MySQL bekommen. Da wird euch genau gezeigt, wie eure Datenbankzugriffe über Indexe laufen. Ob ihr bei jedem Zugriff einen Index habt oder ob ihr sequenziell über die Datenbank laufen würdet. Ja, wenn es dann doch mal langsam ist, dann baut ihr in eure Extension einen Profiler ein. Das ist eine Methode von Joomla, die ungeheuer nützlich ist, weil sie Vorgänge mit MicroTime messen kann. Das heißt, ihr schreibt euch ins Programm zum Beispiel einen Schalter, ein Parameter. Debug-Modus on, yes, no. So, jetzt kannst du als Administrator diesen Debug-Modus on einschalten. Dann hast du dein Programm, benutzt den Profiler. Ja. Machst einen Messpunkt vor der Aktion, die möglicherweise schwierig wird, wenn dieser Schalter gesetzt ist. Machst einen Messpunkt hinter dieser Aktion und kannst dann die MicroTime testen. Und auf die Art eben feststellen, wo ist ein Flaschenhals, wo wird es langsam. Und das Ganze dann aufschreiben, natürlich, ausgehen lassen und hinterher analysieren. So. Fast schon erledigt. Aber jetzt kommt noch was ganz Wichtiges, ganz, ganz, ganz wichtig. Die Versionsverwaltung. Ihr habt also eure Extension jetzt freigegeben, alles wunderbar. Und werdet diese Extension weiterentwickeln. Versionsverwaltung ist nichts Neues, die gibt es schon seit ich Informatiker bin. Nur hat man eben früher also sehr mit Copy, Paste und Disketten und Versionsnummern gearbeitet. Jetzt arbeiten wir mit Git. Die Versionsverwaltung hat wer das einmal verwendet hat, will das nicht mehr missen. Selbst wenn es nur ein winzig kleines Plugin ist. Irgendwann kommt jeder drauf. Es gibt verschiedene Methoden, verschiedene Verfahren, etwas zu sichern. Man kann mit SVN, Versionsverwaltung machen. Aber wir im Joomla-Umfeld verwenden jetzt einfach Git und GitHub. Das muss man sich auch erst anlernen. Und ich muss sagen, ich habe da anfangs ganz große Probleme gehabt und immer Angst gehabt, dass ich das Internet erschotten könnte. Habe ich eigentlich immer noch, aber ich kann es definitiv nicht. Ich kann nur meine eigenen Sachen schrotten, aber nicht das Joomla.
Und man, ich kann, wenn ich bei Fortuna was mache, dann muss ich einen eigenen Branch herausziehen, kann auf diesem Branch etwas ändern und es dann committen. So, wenn dabei was schief geht, das kann natürlich schief gehen, dann schreibe ich den Tobias eine Mail. Und er kann das immer wieder retten. Also egal, was ich falsch gemacht habe, er findet immer eine Lösung. Aber auf die Art kann ich, wenn ich auch für einen Kunden vielleicht eine neue Version erstelle, oder zwei oder drei, oder für zwei oder drei verschiedene Kunden, kann ich bei meiner Extension verschiedene Branches machen. Kann das committen, pushen, pullen und diese Begriffe musste ich, ja, also für mich lange lernen, aber es vielleicht für euch das ganz einfach und logisch. Jedenfalls gibt es ein paar Regeln und das eine ist Commit Often und Commit Early. Also wenn du eine Sache gemacht hast, die funktioniert, commit. Dann hast du einen Punkt, auf den du zurückgehen kannst, wenn bei deiner nächsten Änderung du dich fragst, das hat schon funktioniert, was habe ich jetzt gemacht? Wenn du commit hast, kannst du zurückgehen. Ja, also short sollte man nicht committen und man sollte commits mit einer sinnvollen Message versehen. Ja. Also Commit-Meldungen wie keiner Fix. Was weiß der Kollege dann, wenn er nicht gerade in den Code schaut? Ja. Also es sind wichtige Angewohnheiten. Und als ich früher mal in der Firma meine Führungskräfte-Schulung hatte, hat man mir gesagt, wenn es brennt, schaffen Sie erst alle Frauen raus. Dann schaffen Sie die Disketten alle in den Tresor. Dann können Sie gehen. Und jetzt sagt man einfach, Git Commit, Git Push, alles gesichert und du kannst gehen. Also die Frauen muss man immer noch rausschaffen. So. Jetzt zum Abschluss noch diesen einen Satz, den ich weiß nicht mehr, von wem der stammt. Irgendein Philosoph hat gesagt, das Leben wird vorwärts gelebt, aber rückwärts verstanden. Und das stimmt eben bei dieser Art der Programmierung, bei dieser Extension-Entwicklung auch. Wenn ich was kopiere und setze das ein und es stimmt, dann werde ich aber erst hinterher verstehen, warum das so funktioniert. Und das finde ich irgendwie so faszinierend in der Geschichte. Ja, und jetzt kann ich euch noch sagen, wenn ihr Extensions entwickelt, werdet auch Volunteers bei Joomla. Wir entwickeln die V4. Es werden alle Hände gebraucht. Jeder kann testen. Jeder kann Issues melden. So. Das ist also mein Appell und damit bin ich am Ende meines Vortrags und wünsche euch eine gute Entwicklung. Dankeschön.